Und einen wunderschönen und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier Mega XL Farm. Leute, ich habe übrigens ein Frontgewicht hierfür bestellt, denn ich habe diesen Überladewagen voll Kalk mit diesem Fahrzeug hierher gefahren. Und ich sag mal so, der ist so schwer. Kein Scheiß, der ist so schwer. Der hat beim kleinsten Huckel den Traktor einfach vorn ausgehebelt. Der ist einfach vorne hochgegangen und dann ist er irgendwo hingefahren. Dementsprechend Frontgewicht in der Hoffnung, dass das ein bisschen besser ist. Und falls ihr euch jetzt gerade fragt, Have, wo ist der Bergmann-Überladewagen? Ich blende euch mal was ein, denn dieser hier war im Angebot. Der hat einige Stunden auf dem Buckel. Wir können ja mal gucken, wie viele Stunden der auf dem Buckel hat. Aber es hat sich gelohnt, den zu kaufen. Also, der hat 19 Stunden auf dem Buckel. Ja, Reparaturzustand ist eine Katastrophe. Aber ganz im Ernst, bei so einem Überladewagen sollte das ziemlich egal sein. Der überlädt denn vielleicht ein bisschen langsamer, aber das stört mich nicht. Wir haben dafür aber deutlich mehr Volumen hier drin, den deutlich größeren Überladewagen und haben sogar noch, ich habe keine Ahnung, 10.000, 15.000 Euro bekommen. Es hat sich also gelohnt, den zu tauschen. Wie gesagt, ich blende es euch ein. Und ja, damit bin ich jetzt hergefahren und dann haben wir hier die Fendt-Raupe, damit wir auf dem Feld damit fahren können, ohne alles das ganze Feld kaputt zu fahren, mit dem Sanson-Mischstreuer, wo aktuell Kalk drin ist und wir werden jetzt hier Kalk drauf streuen. Außerdem, liebe Freunde, habe ich einen Auftrag angenommen. Mal gucken, ob wir den auch in dieser Folge machen, und zwar ein Felddüngen. Wir können ja mal gucken, ich habe gerade das Spiel neu gestartet. Nee, wir haben keine weiteren Düngenaufträge und das hier ist genau Kartoffeln roden. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, Kartoffeln zu roden, aber ja, können wir auch sein lassen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe übrigens das vorgenommen für die nächste Folge. Wir werden in der nächsten Folge einen Kredit aufnehmen und mit dem Kredit werden wir so ein paar sinnvolle Sachen machen. In der Hoffnung, dass wir viele sinnvolle Sachen machen können mit dem Kredit. Irgendwie ein, zwei weitere Felder plus einen dritten Traktor, das sollte hoffentlich möglich sein. Und falls ihr euch gerade wundert, warum haben wir so wenig Geld auf dem Konto, wenn wir doch eigentlich Geld bekommen haben für den Have. Denn springen wir jetzt nochmal zum Hof, nachdem du im Video ein Däumchen nach oben hinterlassen hast, denn ich möchte euch was beim Hof zeigen. Das ist unser Haus, liebe Freunde. Falls ihr euch jetzt fragt, warum Haus? Ich hatte ein Problem, und zwar, ich konnte nicht schlafen. Ich konnte die Nacht nicht überspringen, das hat immer dafür gesorgt, dass das Spiel gefreezed ist. Und ich dachte, es würde vielleicht an den Wohnwagen liegen, was natürlich total dumm ist, weil der Wohnwagen ist ja von Giant selber. Am Ende war es eine Aktualisierung von einem Mod, und zwar habe ich die Crop Rotation aktualisiert. Und da die aktualisierte Version der Crop Rotation scheinbar nicht mit dieser Map zusammengespielt hat, konnte ich nicht schlafen. Zum Glück habe ich ja die Konsole aktiviert. Das heißt, ich konnte hier einfach mal die Fehler auslesen. Das ist mir leider erst eingefallen, nachdem ich diverse Mods deinstalliert hatte und richtig viel rumprobiert habe. Da habe ich die alte Version der Crop Rotation wieder drauf gemacht. Jetzt funktioniert wieder alles. Also einmal ein Haus hier. Das hat ein bisschen Geld gekostet. Ist aber, ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Dann habe ich hier unseren Waschplatz verkauft und habe einfach, ich dachte mir so, warum bin ich eigentlich so doof? Ich kann doch einen eigenen Waschplatz bauen. Hab hier eine Hecke gemacht, hier andere Texturen, hab mir den Mod runtergeladen mit Bordsteinen. Da haben wir hier ein paar Bordsteine mit Abfluss hier, die oben rausgucken, auch interessant. So läuft das Wasser natürlich nicht ab, sondern sammelt sich hier drin, aber nun ja, ist halt so. Und dann habe ich noch Licht installiert, hier ein bisschen Licht, da ein bisschen Licht, da ein bisschen Licht, damit es nachts hier nicht ganz dunkel ist. Und ich habe hier den Boden angepasst, das habe ich euch ja gesagt, dass ich hier den Boden entsprechend, also die Schräge entsprechend der Schräge anpassen möchte. Und wie ihr seht, haben wir eine zweite Halle hier hingebaut. Die hat natürlich nochmal 150.000 Euro gekostet. Jetzt haben wir aber genug Platz, um alles, was wir haben, plus zukünftige Maschinen unterzustellen. Und weil das noch nicht genug ist, liebe Freunde, haben wir hier eine Werkstatt. Hier ist die Werkstatt. Ne? Können wir unsere Sachen jetzt reparieren. Und wir haben hier nochmal ein bisschen Platz zumindest, um ein paar Sachen unterzustellen. Hier vielleicht sogar noch ein paar Paletten reinstellen oder so. Ja, das hat sehr viel Geld gekostet, wie ihr seht. Fast 200.000 Euro hat uns der Umbau gekostet. Ist halt jetzt so, ne? Kann man nichts machen.
Und ich glaube, es waren aber, ich sag mal, zukünftig wichtige Investitionen für die Zukunft. Jetzt können wir uns ein bisschen auf Feldfläche und Maschinen konzentrieren, weil unser Hof jetzt erstmalig fürs Erste ausgestattet ist. Und das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ist ein schöner Hof geworden, wie ich finde. Ist halt, wir sind halt ein Großkonzern, Ställe und so kommen noch. Ich sag mal, ich habe mir ein paar schöne Schweineställe rausgesucht. Wir werden als Erste Schweine machen. Und ich habe mir auch eine schöne Halle ausgesucht, wo wir zukünftig Getreide drin lagern werden. Denn was das Getreidelagern angeht, habe ich mir was Besonderes überlegt. Wir werden es nicht in einem normalen Getreidelager, nicht in einem normalen Getreidesilo lagern, sondern wir werden es als Schüttgut offen lagern und das dann mit einem Radlader verladen. Da habe ich mir eine coole Halle rausgesucht, die dafür ganz cool ist. Ich habe mir ein cooles System überlegt. Das kostet allerdings alles wieder ein Schweinegeld. Das müssen wir uns erstmal verdienen. Bis wir uns das verdient haben, müssen wir jetzt erstmal direkt verkaufen. Achso, hier habe ich ein kleines Beet hingebaut. Auch schön. Der hier hat sich ja als relativ praktisch erwiesen, aber ihr seht, ist ein bisschen doof. Die Ladefläche ist auch ein bisschen klein. Ich habe überlegt, den irgendwann zwischendurch mal gegen einen Pickup zu tauschen. Irgendwie so ein VW Crafter mit Ladefläche oder sowas in der Art. Ich glaube, das ist ganz cool. So, ich würde sagen, viel geschwafelt, nichts geschafft. Wir gehen aufs Feld. So, als erstes mal im Licht an, damit wir auch was sehen. Ist dunkel im Oktober. Und ich bin gespannt, wie viel Kalk wir jetzt brauchen. Also hier auf diesem Feld ist Kalk wirklich sehr schlecht. Mit sehr schlecht meine ich, es gibt quasi keinen Kalk hier drauf. pH-Wert? Warum ist pH-Wert denn jetzt schon wieder okay? Das war pH-Wert war zwischendurch schlecht. Naja, alle anderen Felder sind noch gut. Dieses ist scheinbar okay. Ich würde sagen, wir machen alle Filter jetzt einmal, die wir besitzen. Wir müssen unseren Harvey auch wieder leer kriegen, ohne dass wir es irgendwo offen zwischenlagern müssen. Ich glaube, wir müssen... In welche Richtung fahren wir denn? Ich glaube, wir machen wie beim Ansehen. Erstmal machen wir Vorgewände. In dem Sinne, Attacke gib ihn. Wir streuen auch schön breit. Und... Mit 16 km/h sind wir auch gar nicht so langsam. Wir haben 0% Schlupf. Was ich jetzt leider nicht aktiviert habe, ist irgendwie, dass man die Motorauslastung sieht. Das ist natürlich nicht perfekt. Und ich mag die Kalktextur auf dem Boden hier. Die sieht ganz schön aus. Die ist nicht so, die ist ein bisschen körnerhaft. Die ist nicht so, als einfach alles komplett weiß ist. Das ist natürlich toll. Und guckt mal den Verbrauch an. Ihr seht den nicht. Wir haben jetzt schon 5% verbraucht. Das ist sehr viel, heißt, wir werden auch wirklich extrem viel Kalk brauchen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier auf diesem Feld den Überladewagen vielleicht auch einfach komplett leer kriegen. Und dann, so, wenn die anderen Felder wirklich gut sind, was sie ja sind, was Stickstoff angeht, beziehungsweise pH-Wert, nicht Stickstoff, sondern pH-Wert, dann werden wir dann in der nächsten Folge auch einfach sagen, ey, ja, okay, wir werden dort kein Kalk ausbringen, weil es theoretisch unnötig ist. So. Versuchen jetzt hier mal schön weit reinzufahren. Und jetzt drehen. Ohne hier alles kaputt zu fahren. Das heißt, wir müssen wirklich vorsichtig mit unserer Raupe fahren. Nicht zu scharf um eine Kurve. Das ist immer doof. Und dann fahren wir jetzt hier den GPS-Kurs ein. Das war der falsche Knopf. So. Ungefähr so. Okay. A-Punkt. Ihr könnt mir ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, damit würdet ihr mir vielleicht helfen. Was muss ich einstellen bei GPS, damit ich wirklich frei fahren kann? Also, dass er jetzt wirklich hier diese Linie annimmt. Weil wenn ich jetzt hier den B-Punkt setze und dann GPS aktiviere, sucht er sich eine irgendeine andere Richtung. Also in dem Fall hat es halbwegs gepasst, aber er hat auch schon mal ganz gerne dann wirklich so um 20 Grad nach links oder rechts gezogen, weil es gerade dem besser passt. Könnt ihr mir ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich da einstellen muss, damit ich das, ja, damit ich GPS wirklich in allen Himmelsrichtungen Grad für Grad benutzen kann. Das wäre wirklich fantastisch.
Also mit Glück bekommen wir den Kalkstreuer hier drauf überhaupt leer. Ich meine, wir haben noch ein bisschen was. Ich sag mal, wir haben das jetzt gekalkt und einmal rundrum. Das heißt, ja, ich glaube, den Kalkstreuer selber kriegen wir schon leer. Aber den Überladewagen kriegen wir, glaube ich, nicht mal mit den beiden anderen Feldern zusammen leer. Was einfach daran liegen wird, dass, wie soll ich sagen, die sind ja gut gedüngt. Also dies hier war ja lediglich okay, die anderen sind gut gedüngt. Das heißt, da geht noch weniger drauf wie hier. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Kalk bestellt. Aber ich, wie gesagt, als ich das letzte Mal geguckt habe, bevor wir Precision Farming, ich habe ja letztens erst alles geupdatet, bevor ich alles geupdatet habe, war das so, dass hier der Stickstoff auch schlecht war. Dementsprechend ging ich auch vor allem auch wegen der Feldfläche davon aus, dass wir extrem viel brauchen. Aber vielleicht ist das ja auch so ein Ding von dieser Map, weil mir ist ja auch schon aufgefallen, auch bei der Aussaat, wir verbrauchen extrem wenig Saatgut hier, wirklich extrem wenig. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es vielleicht Ding der Map ist, dass man hier sehr wenig insgesamt drauf verbraucht, falls das irgendwie überhaupt Map-abhängig möglich ist, dass es sein kann. Weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir jedenfalls den Streuer leer kriegen hier drauf. Wobei es ziemlich egal ist, wir streuen ja eh aktuell noch keinen Mist, falls wir jemals überhaupt Mist streuen werden. Der ist ja vor allem für Kalk da. Später auch für Mist, aber jetzt aktuell vor allem für Kalk, ne? Da muss ich mir mal Gedanken zu machen. Den Überladewagen können wir ja zur Not auch irgendwo in der Halle leer machen. Oder so. Dass wir einen Haufen in der Halle oder so machen. Wäre ja auch zur Not möglich. Ich will es gar nicht ansprechen, aber es fällt mir gerade auf. Ich hatte in der Vergangenheit ja immer das Problem, dass Orangetöne geflackert haben bei mir. Ich weiß noch nicht so ganz, woran es liegt, weil ich habe ja DLSS, ich habe ja grafiktechnisch nichts umgestellt wirklich. Und es flackert nicht mehr. Es sieht tatsächlich gut aus. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht auch andere Bäume einfach verbaut wurden auf der Landesrum, dass es vielleicht daran liegt. Oder vielleicht wurde es tatsächlich mit dem letzten LS-Patch gefixt. Wie gesagt, ich will es nicht beschreien, aber das ist ja fantastisch. Ich bin gerade wirklich ein bisschen begeistert. Ich mag das. Ja, wir werden unseren Kalkstreuer wohl nicht leer kriegen. Ich meine, an sich ist das auch gut. So sparen wir uns Geld. Kostet ja auch einiges an Geld. Und wir werden dann gleich mal den Überladewagen zum Hof fahren und dort leer machen. Und Kalk, ein Kubikmeter Kalk, wiegt im Real Life, je nachdem, was für eine Zusammensetzung dieser Kalk hat, zwischen 1,2 und 2,2 Tonnen. Ein Kubikmeter. Ich habe jetzt mal, ich weiß nämlich nicht, wie viel der Kalk hier im Spiel wiegt, ich habe jetzt mal mit einem Mittelmaß gerechnet, und zwar 1,7 Tonnen für den Kalk. Das heißt, unser Gespann, der McCormick mit dem Überladewagen und dem Kalk, wiegt zusammen 96 Tonnen. Was darf man mit dem Gespann auf gar keinen Fall fahren? Genau, irgendwas, was 96 Tonnen wiegt. Das ist, glaube ich, absolute Katastrophe für den Überladewagen. Und wenn man sich damit auf der Straße erwischen lässt, ich glaube, dann bist du auch per se einfach grundsätzlich dein Lappen los. Also, ich habe keine Ahnung, wie schlimm da die Strafe wirklich ist, aber überladen ist halt eigentlich schlimmer als zu schnell fahren. Also, ich nenne mal ein schwieriges Gespann. 96 Tonnen wiegt das. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt mit dem Maß gerechnet, wenn es nicht, also wenn es jetzt nur 1,2 Tonnen sind, dann sind es dann lass mich mal rechnen, dann sind es immer noch 80 Tonnen. Wenn es 2,2 sind, dann wiegen wir weit über 100 Tonnen. Also, egal wie, er ist zu schwer. Er ist einfach zu schwer. Und ihr werdet auch gleich sehen, dass es sich wirklich nicht schön fahren lässt damit. So, den stellen wir jetzt erstmal hier hin und machen aus. Und wir schnappen uns dann den McCormick. Ich meine, es fährt sich. So, das muss man wirklich sagen, es fährt sich. Und ihr seht auch, er kommt auch ein bisschen auf Touren, also er ist jetzt nicht so, dass er stehen bleibt und einfach nicht vorankommt, aber wir haben halt hier hinten über 60
ja, also mindestens 50 Tonnen drin, wahrscheinlich eher 60, 70 Tonnen. Der Überladewagen selber wiegt 11 Tonnen, der McCormick selber wiegt auch 11 Tonnen und ihr seht schon, oh Gott, ich muss dauerhaft dagegen lenken. Uha. So, und hier wird's, also hier bin ich vorhin runtergefahren auch, das war richtig schlimm. So. Okay, hoch geht. Oha, der hat hinten hochgehoben. Oh je. So, wir werden das jetzt in irgendeiner von den Hallen kippen. Ich vermute mal in der rechtere. Also bergauf geht besser als bergrunter. Bergrunter war eine absolute Katastrophe. Da bin ich im Baum gelandet. So, ich hätte jetzt wirklich gesagt, wir fahren jetzt hier rein. Klappen das Röhrchen aus und machen dann jetzt hier einen Haufen rein. An der Stelle. Und dann das nächste Mal, wenn wir denn Kalk brauchen, müssen wir uns halt einen Radlader mieten oder wir besitzen bis dahin einen Radlader. Wir brauchen ja eh früher oder später einen Radlader. Und dann auf den Boden abkippen, ne? Scheiße, ich glaube, das wird ein Riesenhaufen. Das wird ein Mega-Haufen. So, muss ich noch... Ah, guck mal, ich glaube, der kriegt das hier ganz gut auf einen Haufen. Nee, kriegt er nicht. Dann fahre ich nochmal ein Stück zurück. Ah, da müsste er den Rest dann raufkriegen. Und dann liegen hier die 43 Kubikmeter Kalk. Wir haben ja zum Glück noch nicht so viele Maschinen, dass es hier zum Problem wird. Ah, guck mal, das ist ja auch schön gemacht. Und so macht er seine Rohre zu. So, und dann fahren wir jetzt hier den neben den anderen Bergmann. Beziehungsweise neben unseren einzigen Bergmann jetzt. Ah, die Kurve kriegen wir nicht. Vorher hatten wir ja zwei Bergmann-Wegen. Jetzt haben wir nur einen Bergmann-Wagen. So ein bisschen Harve ist natürlich auch schön. Ich sag mal, Hannes zu Ehre, ganz doof gesagt. So. Und in der nächsten Folge holen wir uns unser Kredit einmal aus den vollen Schöpfen, sagen wir mal so. Einmal aus den vollen Schöpfen und dann gucken, dass wir so viel sinnvoll dafür kaufen, wie es irgendwie geht. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn ja, ich freue mich über ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dort werden wir einmal... ja, unser Kredit aufnehmen, Sachen kaufen und je nachdem, was für Sachen wir kaufen, machen wir dann entweder den Auftrag zusammen, den ich jetzt angenommen habe, oder wir machen etwas auf unseren neuen eigenen Feldern. Ich hoffe ja, dass wir so richtig fetten Kredit bekommen, sodass wir eventuell entweder unsere eigenen Felder größer machen können, weil wir die 15 oder die 7 kaufen können. Das wäre natürlich fantastisch. Die 5 bleibt halt, wie sie ist. Auf der 5 werden wir nachher unseren Hof irgendwie erweitern, da wir es nicht größer pflügen können. Aber hier zum Beispiel die 7 könnten wir kaufen, da könnten wir mit der 6 zusammen pflügen. Müssen wir ein bisschen Forstarbeit machen. Können die 15 kaufen, die 16, das zu einem großen Feld pflügen. Später vielleicht mit der 3 sogar zusammen pflügen. Das ist alles möglich. Und ich sag mal so, die 3 ist ja ein Riesenfeld. Wir können uns ja mal angucken, wie groß das ist. Reden wir von 42 Hektar. Ich sag mal, davon sind, ich denke mal, 35 Hektar aktives Land, also aktives Feld. Das Feld Nummer 15, ich würde sagen, sind 15 Hektar Land. Das ist natürlich alles ziemlich groß. Ich bedanke mich, bis dann, danke und ciao.